konnte heute Nacht gar nicht schlafen. Ich hatte irgendwie totale Anxiety-Attacken und das Gefühl, dass mich irgendwas aus dem Dunkeln beobachtet. War richtig eklig. Erst als die Sonne aufgegangen ist, so heute Morgen, konnte ich dann nochmal eine Stunde ein Auge zumachen, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, für heute Nacht brauche ich irgendwas. Irgendwas, was mir hilft, ey. Es wird helfen. Aber irgendein Teil, irgendein Trinket. Ja. Ich glaube, das wird helfen, Mann. Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. Yo, damit wir den Schlafrhythmus wieder in Gange kriegen, jetzt zu Halloween gerade, würde ich vorschlagen, wir machen eine Challenge. Ja, wer hätte das gedacht? Und zwar den Pika Run. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte, wir haben es on Stream schon mal gemacht. Bei uns Stream haben wir die Challenge scheinbar noch gar nicht unlocked. Aber ja, ich kenne sie auch. Also ich weiß nicht, woher, ehrlich gesagt. Vielleicht haben wir sie hier schon mal gemacht und ich habe es verkackt. Das kann vielleicht sein. Egal, in dieser Challenge geht es von vorne bis hinten rund um Trinkets. Ich glaube, wir kriegen keine Items, oder? Die Items sind auch Trinkets, genau. Und ja, wir müssen halt Isaac besiegen. Und das eben nur mit Trinkets, ja. Wir haben Marbles, was dafür sorgt, dass wir eine 10% Chance haben, wenn wir getroffen werden, dass wir das Trinket einfach einsaugen. Und somit können wir uns richtig upstacken, was, Trinkets angeht. Der Crystal Key ist doch schon mal was Gutes, oder? Der Crystal Key ist sogar was sehr Gutes, würde ich sagen. Ja, ja. So, Flat Penny, also auf Keys gehen oder Damage für Fliegen, ich weiß ja nicht. Also den Wurm brauche ich nicht. Ich glaube, dann nehme ich Keys. Ja, ja, machen wir so. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Es gibt ja keine Items. Von daher müssen wir alles irgendwie nehmen, was wir kriegen können. Was ist da passiert? Au, guck mal. Wir haben den Crystal Key und den Flat Penny eingeswallowed. Das ist big. Dann mache ich mal so. Shot Speed. Weil wenn wir den einsaugen, dann haben wir halt einfach ein Shot Speed Upgrade, ne? Das war praktisch. Das war sehr, sehr praktisch tatsächlich. Ja, was für Trinkets wollen wir haben? Also wir wollen natürlich sowas wie Cancer oder das Curved Horn. Aber ansonsten, was gibt es denn da noch so für richtig geile Sachen? Oh, wir haben Red Room auf. Oh mein Gott, sogar mit Ultra Secret Room und das bringt uns halt gar nichts. Das fällt mir gerade mal auf, weil das gibt ja keine Items. Goddammit. Das gibt's doch gar nicht. Yo. Ja, schön. Naja. Oh. Warte mal, Double die Spawns stand da? Spawns, ja. Oh mein Gott. Okay, das wäre eine geile Kombo. Machen wir mal so. Vielleicht saugen wir das gleich mal ein und dann ist alles schön. Ne, weil der Rotten Penny, der erzeugt Fliegen, wenn wir Geld aufsammeln. Und der Fishtail, der sorgt dafür, dass wir doppelt so viele Fliegen kriegen, wenn wir Fliegen generieren. Hm? Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann brauchen wir nur noch irgendwas, was uns halt immer ganz viel Geld gibt. Gibt es da ein Trinket, was das tut? Ja, ich weiß gar nicht, das war das Dümmste, was ich hier gemacht habe. Was ist da gerade passiert? Okay, egal, wir haben sie eingesaugt. Und jetzt gibt es auch noch den Burn Penny, okay. Wir brauchen also ein Geld-Build, brauchen wir. Und da ist es doch auch schon, das ist ja so herrlich. Nee, das ist gar nicht das, ich hab's verwechselt. Ich dachte, das wäre der Stein, dass wenn man Steine in die Luft sprengt, da Geld rauskommt. Aber nein, das ist nicht der. Ich glaube, die Feder bringt uns nicht allzu viel. Wäre trotzdem interessant. Aber auf der anderen Seite, wofür eigentlich, ne? Wofür? So, was nehmen wir jetzt als zweites Trinket? Ich würde ja trotzdem da auf den Wurm gehen. Wo ist er denn überhaupt? Wo habe ich den geparkt? Da. Kannst nicht fassen, ey. Da kriegen wir einfach First Try den Ultra Secret Room in der Challenge, wo es keine Items gibt. Ich kotze. Da, boom, zwei Fliegen. 1 Euro, 2 Fliegen. Weg, weg, weg. Alright. Spectral Tears gibt ja einen, ne?
Das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ist halt kacke, hab ich keinen Bock drauf, aber weißt du noch, dass das Ding einem Spectre Tears gibt? Da. Also, was für ein Trinket? Es gibt halt dieses eine Trinket, was ich eben meinte, ne? Wenn wir Steine in die Luft jagen, dann wird es uns... Flash Fire ist auch gar nicht schlecht. Ja, dann droppen die Steine halt Münzen so rum. So, jetzt kann ich den Satz endlich mal beenden. Ja. Ja, die Folge müsste ja dann für euch eigentlich am Mittwoch schon kommen, ne? Ja, genau, Mittwoch. Das heißt, einen Tag später ist dann ja auch schon Halloween. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich an Halloween einen Halloween-Stream oder sowas mache. Wahrscheinlich eher nicht. Dafür aber am Samstag. Weil Freitag ist bei mir halt kein Feiertag und ich muss früh raus und so ein Bums. Dafür mache ich das dann halt einfach wieder am Samstag. Da gibt es dann einen schönen Halloween-Stream. Und da werden wir wahrscheinlich sowas spielen wie Poppy Playtime. Da habe ich übel Bock drauf. Jetzt haben wir in Man of the Adventure 2 durchgespielt. Und ich könnte es vielleicht zum Anlass nehmen. Ich war nämlich am Überlegen nochmal... Oh, den würde ich gerne haben. Pass mal auf, wir holen uns mal ein bisschen Damage rein, damit wir hier noch ein bisschen was einsaugen können. So, dann ist der schon mal weg. Naja, es wurde sich halt gewünscht, dass ich nochmal Amanda 1 für YouTube aufnehme, weil ich das damals gestreamt habe, aber das UD halt nicht mehr existiert. Ist ja auch schon ein Jahr her. So, jetzt bitte einsaugen. Oh, big. Gut. Können wir das nochmal machen? Oder nee, ich hole lieber nochmal ein zweites Trinket dazu. Für den Fall, dass es klappt. Bis jetzt haben wir ganz schön Glück gehabt, was die Einsaugerei hier von Marbles betrifft. Flatfile, oh, warte mal. Nee. Flatfile ist, glaube ich, gar nicht so geil. Oder? Nee, ist, glaube ich, scheißegal. Dann können wir uns zwar nicht mehr an Cursed Rooms verletzen, um die Dinger einzusaugen, aber es gibt ja immer noch Feuer und was weiß ich nicht alles, ne? Ach ja. Smart. Oh. Geil. Ja, hatten die hier irgendwo Feuer? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Und sonst mache ich mal einmal... Ne, das ist ja total dämlich. Die muss ich schon hier hinlegen. Dann nehme ich die beiden einmal mit. Ja, jetzt wird hier gemin-max, ey. Hä? Ah. Da, eingesaugt. Sehr gut. Ist jedes Mal, wenn wir getroffen werden, saugen wir die ein? Oder haben wir gerade einfach nur übel Glück? Was geht hier ab? Ich dachte 10% Chance. Chengsi, ey. Shop war der Shiny Rock. Den würde ich gerne haben, aber wir haben halt leider nicht das Geld dafür. Uns fehlt ein Euro. Oh. Kein Soli Moli. Hast du einen Euro für mich? Naja, muss ich mal gucken. Ich überlege mir das noch, was ich denn morgen raushau für Halloween. Weil, ja, ich finde die Mod hier ganz witzig. Klar, ist geil gemacht, ne? Man hat sich Mühe gegeben und so. Ich finde das auch schön und da steckt super viel Arbeit hinter und es gefällt mir auch. Aber es ist halt, ehrlich gesagt, nicht gruselig. So, es ist jetzt meiner Meinung nach nicht das, was ich an Halloween brauche, um mir in die Hose zu kacken. Da gibt es schlimmere Dinge da draußen, ne? Ich weiß, Amanda ist jetzt auch nicht das allerschlimmste Gruselspiel der Welt, aber die Lore ist halt einfach so geil. Das wäre eine gute Möglichkeit. Naja. Ich überlege. Da ist Geld, das ist gut. Also Geld heißt fliegen. Hör auf. Mach hier noch mehr Geld. Schade. Yes. Kriegt gar nichts, ne? Ich freue mich hier über irgendwelche... Oh mein Gott, lass bloß die Finger davon. Wenn wir den einsammeln, ey. Alle 30 Sekunden kriegen wir dann mal am Fuß auf den Kopf. Ich meine, das würde das Ganze hier zu einer richtigen Challenge machen. Zu einer richtigen Hardcore-Challenge, meine ich damit. Nicht, dass es leicht wäre, Isaac nur mit Trinkets zu besiegen, aber, ne? Aber wir müssen die Challenge dann ja tatsächlich schon mal versucht haben, hier on stream. Ich wüsste nicht, wo ich die sonst unlocked haben soll. Auf der PlayStation bin ich ja... Also da habe ich erstmal schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt und zweitens bin ich da noch lange nicht so weit. Da habe ich gerade mal wie 4 Tainted Character geholt oder so. Bud Penny, komplett irrelevant. Missing Poster. Ja, gibt ein Extra Life, ne?
Dann kommen wir als Lost wieder. Mach mal. Nein, ich. Ach ja, wir haben die Safety Scissors. Und wir haben schon wieder den Super Secret Room. Ich fasse das ja wohl nicht. Also Ultra. Ja, ist eine Frechheit, ne? Muss man sagen. Muss man sagen. Das nützt nix. Increases Part Size. Naja. Gibt bessere Trinkets da draußen? Irgendwo? War das nicht sogar so, dass die das geileren Trinkets und so in den Devil Deals waren? Warte mal. Ich kann halt irgendwo von wem mal Damage hinnehmen, damit ich mal ein bisschen was einsauge. Aber ich will auch gleichzeitig nicht meinen Soul Heart wasten. Babo. Ich meine, hier sind Feuer, ne? Das passt schon. Hätte ich hinterher nehmen sollen. Egal. Fire Ray von Familiars. Es gibt hier keine Familiars. Obwohl doch, es gibt Isaac's Head, ne? Glaube ja. Und das ist ein Familiar. Also ein Trinket, aber ein Familiar. Oh, nee. Na gut. Ich merke, wie schwach wir sind gerade. Das ist ganz schön heftig. Ja, so ein geiler kleiner Haunt mit Base Damage ist doch immer wieder eine Freude. Okay. Yo! Ach komm. Reiß dich zusammen, Haunty. Hey, 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 hey. So, da machen wir jetzt gar kein Heal draus. Das brauchen wir auch nicht. Ja, ja, da sind nämlich die geilen Banger. Die halt gar nichts bringen, aber naja. Ich meine, dieses Trinket gibt uns halt einen Trinket-Effekt. Oder Trinket-Effekt ist tripled. Ich glaube, ich will das haben. Kostet ein Herzi-Merzi, aber naja, dann ist das jetzt wohl so. Nein, 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 was passiert denn hier? Oh. Oh, das ist ein Problem. Aber egal, wir haben noch ein paar rote Herzis. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, was die Iframes da gerade anging. Okay, Missing Poster haben wir. Wir haben 404. Dann hole ich das hier noch dazu. Dann Lullaby. Und was auch immer da oben nochmal war. Hey, der Polaroid, ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Und was war im Item Room? Da hatten wir gerade Familiar. Ja, genau, das war halt Isaac's Head. Ne? Ah, die File wollte ich eigentlich gerne noch haben. Ba, 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 ba. Ja gut, dann nützt es nichts, ja? Dann muss ich nochmal ins Feuer rennen. Was nicht hier ist. Aber da sind rote Herzen, alles ist cool. Wir können uns gleich wieder heilen. Hätte ich auch jetzt schon kaufen können. Aber wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. So, jetzt wird es keine Spikes mehr geben. Wow, wow, wow. Ja, Wealth of Gas ist halt lame. Aber wenn wir schon Wealth of Gas haben, dann nehmen wir das noch dazu, oder? Würde ich sagen. Weil wenn wir schon forzen, dann richtig. Also jedes Mal, wenn wir jetzt einen Euro aufsammeln, dann spawnen wir zwei Blaufliegen. Wir kriegen vielleicht eine Bombe, vielleicht einen Schlüssel. Und wir forzen so richtig heftig. Das ist ja wie im Real Life, ey. Okay. Okay, okay. Dann gehen wir mal jetzt nach 12 Minuten auf Floor 3. Und alles ist herrlich, oder was? Das noch einsammeln und tschüss. Bin ich heute eigentlich wieder überlichtet? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich was Weißes anhab, dann versucht die iPhone-Kamera halt das Bild so ein bisschen an die Lichtverhältnisse anzupassen und alles wird heller. Weil ganz häufig in den Folgen, wo ich irgendwas Helles anhabe, bin ich überlichtet. Und da gibt es nichts, was ich gegen tun kann. Naja. So. Wir sind wieder bei Full Health. Doch. Ich hab getrustet. Aber hier truste ich nicht. Oh. Nice. Nice. Ja, mit den Explosive Flies. Das sind doch Explosive Flies, oder? Müssen wir ein bisschen aufpassen?
Aha. Der wäre noch ganz nice, aber... Ist irgendwas an Trinkets, was dafür sorgt, dass wir fliegen können? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Also ich will natürlich das Curved Horn und Cancer noch haben, ne? Wo bleiben die beiden eigentlich? Was geht hier überhaupt ab? Vintage Rocks. Das sind mal mächtige Fürze. Das gefällt mir. Und warum hat das hier eben nicht geklappt? Wahrscheinlich, weil ich die Bombe weggefurzt habe, ne? Alter. Geil. Bacano, komm ran. Okay. Ja, ich glaube, das Curved Horn ist so ziemlich unsere einzige Möglichkeit, Damage zu bekommen, ne? Ah. Das ist mein Humor, ey. Das ist mein Humor. Ach ja. So. Also, was gibt es denn noch für geile Trinket-Effekte, die uns das Leben leichter machen könnten? Walnut, meh. Meh, meh, meh. Ist jetzt nicht so geil. Oder habe ich da irgendwas nicht verstanden? Ja, okay. Das könnte man, also wenn man Pyromaniac hätte oder Host hat, ne, dann kann man sich halt selbst in die Luft jagen, bis das Ding triggert, weil da steht, taking damage is not required. Sondern man muss nur von der Explosion getroffen werden. Na gut, oh ja, natürlich, die Lightbulb. Oh mein Gott. Level deals to cost coins instead of hearts. Na gut, das ist ja bei uns eh nicht der Fall. Dann... Ja... Gibt es hier irgendwas, wo ich mich self-damagen könnte? Ohne die Deal-Chance zu verlieren? Die eh eigentlich relevant ist, so, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß gar nicht. Vor allem auch HP und sowas, ne? Also, Soul Hearts sind halt unsere Währung hier. Ja. HP wird's nicht geben für uns. Oh, du mieses Schwein. So, wir hatten letztens den 1% Devil Deal, ey. Jetzt gibt es den 0,2%igen. Wollt ihr es sehen, ey? Wollt ihr es sehen? Passiert nur alle... Ja, was ist das eigentlich? 2000 Male? Ich weiß auch nicht. Also 1% sind 1 in 100 Chance. Das kann ich noch rechnen in meinem Kopf. 0,2? Ja. Hä? Im Leben nicht. Ja, ist eine Scheiß-Challenge, ne? Fällt mir mal gerade so nebenbei auf, ey. Wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, was hier eigentlich alles so gerade abgeht. Wir kriegen kein HP. Wir kriegen eigentlich so ein oder zwei Damage-Ups. Also die Lightbulb fällt mir ein, das Curved Horn fällt mir ein. Syringe Effects, okay, Poison Shots, ja gut, auch irgendwo Damage. Ja. Also die beiden würde ich halt schon gerne, also das hier zumindest. Ne, guck mal, jetzt haben wir halt schöne Stat-Ups, weil unser Item nicht gecharged ist. Also, reingelutscht. Ja, ja, ja. Und ihr beiden, ja, was soll's. Kommt einfach mit. Da liegt ja noch ein großes Herz, von daher passt das. Und dann sprengen wir den nochmal. Nice. Und ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Gut, durch die verschiedenen Spritzeneffekte pro Raum kann es halt jetzt mal passieren, dass wir auch Synthoil oder Growth Hormones bekommen. Was ja auch Damage-Ups sind, ne? Von daher auch irgendwo Damage. Gut, gut.
Ich brauche Soul Hearts, Mama. Das da ist eine Haunted Chest, das sehe ich doch jetzt schon. Du Sau! Get poisoned, ey. Ja. Ganz vergessen. Wir haben die Bombe über diese Steine hier rüber geschossen. Ist das crazy? Mhm. Nice. Ja, wir brauchen mehr Soul Hearts. Oh, Strange Key opens the door to the Hush Floor, regardless of the timer. Using Pandora's Box consumes the key and spawns 6 items from random pools. Interessant. Ich nehm's mal mit. Vielleicht finden wir... Ach nee, wir finden... Nee, das ist ja Bullshit. Wir finden ja gar nicht Pandora's Box. Ja. Woohoo! Lustig. Oh, ist das toll. All die geilen Trinkets, die die Items geiler machen. Die wir halt nicht haben in dieser Challenge. Das ist nice. Ah! Ja, ja, ja. Eine Bombe für unendlich Bomben. Kauf mir. Nice. Haben wir eigentlich bis jetzt auf jedem Floor Curse of the Lost gehabt? Ich weiß das nicht. Das kommt mir immer so vor. Nehmt das, ihr Schweine. Oh, dumm, 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 dumm. Extension Call. Gut, dann bräuchten wir halt nur noch ein paar Familias, ne? Und mit ein paar meine ich den einen, den es gibt. Oder was? Ja, dadurch, dass wir unsere Fly-Spawns verdoppeln, sind natürlich die Fly-Trinkets auch gar nicht so dumm, ne? Da kriegen wir nämlich hier in jedem Raum nicht nur eine, sondern eben zwei, warum auch immer wir eben mehr bekommen haben. Vielleicht kann es halt irgendwie von 1 bis 3 Fliegen geben oder so. Und es wären jetzt 3 gewesen, aber ich habe 6 bekommen. Wäre meine Vermutung, aber ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Oh, ich liebe diesen Raum, ey. Ich habe Holy Mantle, sehe ich. So. Maggie's Faith wäre richtig geil für HP, ne? Range nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich auch. Schaltleash brauche ich nicht. Das nehme ich. Ich meine, das könnte alles super wonky machen, ne? Und vielleicht schaffen wir es dann das ein oder andere Mal auch in den Error Room oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist bestimmt total die dumme Idee, aber ich mach das jetzt einfach mal. Und schon wieder den Urteil. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Ich glaube es einfach nicht. Bringt uns nicht viel, ne? Bringt uns nicht viel. Oh. Oh, ein Goldener. Geil. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Okay. Aber ist jetzt doch ganz cool. Also dadurch, dass wir halt so viele Fliegen generieren hier, ist das ganz geil. Danke, dass du da in der Mitte spawnst auch, wirklich. Oh, das sieht nach Synthoid oder Growth Hormones aus. Was war das für eine Fliege gerade? Warum ist die explodiert? So, warte mal. Hier können wir uns gleich nämlich richtig schön wieder verletzen. Das ist geil. Da kommt ja immer so Risse mir durch. Oh, ein Devil Deal. Na klar. Geh mal her hier. Was ist das denn? Also erstmal natürlich hier, er hier ist big, ne? Er hier ist richtig big. Der ist ein Tag. Dann, achso, damit sind wir einen Dichter an Guppy dran. Herrlich, ey. Herrlich. Danke dafür. Aber egal, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Wir nehmen alles. Alles Propallis. Ist das der gleiche Devil Deal eigentlich, oder ist das nochmal ein anderer?
Oh, das ist auch gut. Das gibt uns Damage ab, glaube ich. Das ist ja eigentlich irrelevant, aber können wir uns holen, ne? Warum nicht? Was ist denn in diesem Raum los? Warum haben meine Fliegen so Angst vor mir? Bing, bum, hi. Wo war denn das jetzt nochmal? Was wollte ich haben? Was wollte ich kaufen? Ach ja, hier. Die dümmste Entscheidung meines Lebens wahrscheinlich. Naja, egal. Lutschen wir es mal ein. So, und dann nochmal ins Feuer. Hit. Und rein damit. Wir haben gut viele Trinkets, das gefällt mir. Aber da geht noch mehr, ne? Wir sind auf jeden Fall noch nicht stark genug. Oh, nice. Zwei Solis und ein Schlüssel. Das war ein bigger Tinted Rock. Biggie, Big, Bigger sind. So, wo muss ich jetzt lang? Ich hab's, hab ich verlaufen. Scheißen. Ah, hier. Pillen! Lemon Party. Health. Oh, geil! Ich hab so gehofft, dass wir eine Health-Abhülle bekommen. Oder Balls of Steel oder irgendwas. Aber nein! Nein. Das genaue Gegenteil ist passiert. Wir haben auf den Boden gepisst und unser halbes Leben verloren. Geil. Da war ein kleiner Homing. Homing Boy. Aha, da haben wir unser HP wieder. Aber das könnte jetzt ein extra HP sein, ne? Das ist auch nice. Ich hoffe, ich kann mich da drin verletzen. Das sind tatsächlich andere Deals, ne? Big. Okay, taking damage has 100% chance for it to explode. Tut das extra weh? Oh, ich glaube nicht. Da ist doch der Stein, den ich brauche. Okay. Dann machen wir einmal so. Big. Ist das Verdo? Und jetzt. Achso, warte mal. Egal. Den noch. Aua. Aber den jetzt auch noch. Und ja, jetzt sind wir wieder bei 3 HP, ne? Ist das geil? Ist das geil oder was? Nehme ich eigentlich auf. Ja. So, Saverdo. Okay, Item ganz oben. Na, dann mal hin da. Und, ja, ich hoffe halt immer noch auf die ja. Ich hab vergessen, dass das passiert ist. Also, dass wir das gesammelt haben. Eingesammelt, aufgenommen. Ach, hier bist du. Piercing Shots, auch sweet. Also, ab und an halt, ne? What? Da bin ich hart reingelatscht. Kann beschmieren mit Popeln. Macht, dass er aussieht wie der Tisch eines Drittklässlers, ey. Ah! Boah, was geht hier ab? Yo! Aber da ist doch unser Kopf. Oh mein Gott. Swallow Penny Big. Weil, wenn wir Damage kriegen, dann spawnen wir. Erstmal explodieren wir dann. Dann kriegen wir einen Coin. Dann nehmen wir diesen Coin. Dann kriegen wir eine Bombe vielleicht. Einen Schlüssel vielleicht. Fliegen und forzen so hart, dass selbst Thor und Odin davon noch was haben, ey. Ja. Also, Damage Taken ist jetzt die Meta. Was ist das denn überhaupt für ein Raum? Achso. Was ist da drin? Bedroom. Natürlich ein schmutziges. Karten auch geil. Oh. Ace of Diamonds. Hierophant. Oh, hell yeah. Komm her hier. Bam, bam. Scheiß jetzt mal auf den Deal. Ja. Ah. Geil. Okay. Patoink. Bam. Hallo? Komm da her. Ey, komm da her, Alter. Komm da raus. Bumm. Ja, ich musste mich jetzt sprengen, weil ich keinen Bock hatte, nochmal zurückzulaufen. Aber, oh ja, das ist auch ganz gut. Hier, da haben wir ein Feuerchen. Patoink.
Ach ja, wir explodieren ja jetzt. Pillen vielleicht mal ein paar geile. Eine. Hier ist down. Die Pillen laufen heute. Achso, warte mal, was war denn der Gilded Key nochmal? Was ist wieder passiert? R2 und er latscht nach oben. Plus ein Key replaces all chests with golden chests. Ja, okay. Okay, okay. Jetzt gibt es nur noch goldene Kisten. Bam. Au! Oh, Hilfe! Der kam aber aus dem Nichts, ey. Was geht denn hier? Gut. Gut, gut, gut. Dann ab zum Baus. Ja, die fliegen, die carryen gerade, ne? Die machen Carry Mary. Wir brauchen halt noch die Lightbulb. Die wäre echt sweet. Damit kommen wir in einen Raum. Mit unserem Teleport kommen wir in einen Raum, in dem wir noch nicht waren. Hä? Moment, da ist ein Item drin. Das ist Scam, oder? Das verwandelt sich bestimmt in ein Trinket, wenn wir es rausholen. 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 Nice. Gut. All unser Geld ist jetzt dafür draufgegangen, aber ist okay. Whatever. So, den noch. Und dann wahrscheinlich teleporten wir uns jetzt wieder an den Arsch der Welt. Das geht noch. Ja, direkt zum Boss oder... Oh, gar nicht gesehen, dass er noch geworfen hat. Aber was geht denn da mit unseren Tränen? Cancer! Yes, yes, yes! Na, endlich! Und hier, taking damage depletes red hearts before soul or black hearts. The red heart damage can lower your devil angel. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, macht ihn weg, ey. Das Einzige ist halt, sobald die Fliegen weg sind, sind wir schwach. Und Isaac hat viel Leben. Der ist tanky. Der Bruder. Ah! So, 9%? Gönnung. Schade. War bestimmt knapp. Tanking Damage has a 4% chance to grant a Bone Heart. Gönnung. Ja, ich gehe direkt weiter, oder? Was soll's. Ich habe keinen Kaffee mehr. Ich nutze die Opportunity einmal, um euch ein Format vorzustellen, was es demnächst on Stream geben wird. Es wurde sich gewünscht von euch und ich habe es umgesetzt. Ich habe sogar einen Trailer. Es wird jetzt einmal im Monat ein Quiz geben. Ich weiß jetzt noch nicht, an welchem Tag genau. Vielleicht sowas wie erster Samstag im Monat oder so. Wo 4 Leute von euch im Chat ausgewählt werden, bei einer Art Jeopardy mitzumachen. Nur, dass es halt nicht Jeopardy ist, sondern einfach nur normale Fragen. Und ihr nicht die Fragen erraten müsst, sondern einfach die Antworten tatsächlich. Und der Gewinner wird Ruhm und Ehre ernten und einen Monat einen Diamanten von mir bekommen. Und einen dicken, fetten VIP-Platz auf dem Discord und... und Stream halt bekommen. Und vielleicht noch das ein oder andere extra, wenn ich noch was über habe an Game Keys etc. Aber ich glaube, das kann ganz lustig werden. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Die Idee kam von euch, also sehe ich euch doch hoffentlich da. So, jetzt haben wir schon Mams Footy. Footy Mutti. Range up, okay. Speed down. Wirklich, der ganz geile Scheiß hier. Aber jetzt sind wir durch fast alle ganz schlechten Pills durchgecycelt. Eigentlich dürften jetzt nur noch gute kommen. Also beziehungsweise Unbekannte dürften jetzt nur noch gut sein. Swank. Aber was geht denn hier ab? Aua!
Algis. Achso, ich hätte einfach Ace of Diamond so, wirklich. Das war ja die größte Frechheit. Ich mach das hier. Dam. Immer wieder ein Kracher, wirklich. Tick, funktioniert die Tick überhaupt? Also wenn wir die einsaugen, ne? Eigentlich macht die Tick ja nur, dass wir kein anderes Trinket mehr aufsammeln können. Aber wenn wir sie einsaugen? Probier das jetzt. Los, schieß. Wir haben sie eingesaugt. So, mal gucken, ob wir jetzt noch ein anderes Trinket aufsammeln können. Lass mal hier hingehen, ey. Das Dumme ist, dass die Trinkets halt in den Räumen liegen bleiben, von denen wir uns wegteleporten. Ja, okay, dann, ja. Ist ja vollkommen egal. Dann ist ja komplett egal, ob wir die Tick haben oder nicht, weil die Tick, die gibt einem doch auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Vorteile. War das nicht so? Irgendwie Tiersab oder sowas? Irgendwas war. Ich weiß es nicht mehr genau. Lass nach, du Schelm! Oh, das war ein Charge Key, goddammit. Ist ja Wahnsinn. Das ist ein Take und das ist ein Take. Und ich bin weg hier. Gut. Aha. Ein Extra-Shop. Das bringt ja gar nichts. Das bringt ja absolut gar nichts, Sion. Aber wir haben hier Batterien, das ist geil. Machen wir einfach mal. Weil ich suche immer noch... als Curved Horn will ich haben und die Lightbulb. Die Lightbulb hätte ich doch sehr, sehr gerne. Weil dann haben wir halt auf jeden Fall verdammt gute Stats, Ups, wenn wir, naja, unser Item voll gecharged haben. Ich nehme das einfach auch scheiß drauf. Ich nehme hier alles. Alles, was ich kriegen kann. Was lag im Shop noch für ein Trinket da unten? Ach, wissen wir gar nicht, weil wir rausgeportet sind, ne? Okay, dann gehe ich nochmal kurz gucken. What the fuck? Was schießen wir da? Maiskörner? Also nicht Maiskörner, sondern ganze Mais... Maisens... Maisstauden. Statuseffekte! Das ist gut. Weil wir haben ja auch Poison. Und das ist dann einfach doppelt so lang. Ach ja, der Item, den gibt's ja auch noch. Aloha, entering a new floor grants 2 bone hearts. Big. Das ist gut. Die Karte da oben, also die Full Card, ich habe den Titel gerade gesehen. Brauche ich jetzt nicht. Ich würde lieber Algis behalten, weil der Mom Fight. Der kann schon wehtun. Oder welcher Fight auch immer dann noch kommen wird. Ah! Damit können wir natürlich nochmal richtig ausrasten. Und ich würde sagen, das machen wir auch einfach. Der Teleporter, ne? Ich werde beim Editing nachher so kotzen. Oh. Das will ich auch. Ja, ja. Wir sind jetzt schon 41 Minuten drin und wir sind gerade mal bei Mom's Foot. Alti Verwalti. Lotti Karotti. Naja. Oh. Aha. Two Abyss Locusts. Oh, wieso habe ich denn hier alles kaputt gemacht? Da war doch noch Feuer und so. Warte mal, haben wir hier ein rotes Herz mit drin? Nein. Harr. Irgendwo. Da ist Feuer. Komm, scheiß drauf. Einsaugen.
Ja, jetzt ist nämlich hier richtig die Geldmeta. Jetzt ist Meta. Wenn wir getroffen werden, dann werden wir einfach noch... Also haben wir einfach noch mehr Leben als vorher. Das ist big. So, grants 2 Abyss Locusts. Einmal oder was? Ach nee, die gehen ja nicht weg, ne? Ah. Okay. I see. I see what's happening, yeah. You're face to face with greatness and its strength. T-Sonnen, auch gut. Oh mein Gott. da haben wir diese Blubbles auch. Okay, warte mal. Ich will schon irgendwie, glaube ich, eher die Arges. Dann töten wir Mom. Haben wir beide Secret Rooms, frage ich euch. Oh, auch gut. Nee, der Super Secret Room fehlt noch. Goddammit, und wo soll der sein? Nee, doch nicht. Der kann ja nur da unten sein. Und nochmal zurück. Weil wenn wir den jetzt auch noch nehmen, also wenn wir den betreten und dann wegporten, dann müssten wir nach dem Bossfight eigentlich auf jeden Fall in den Error Room kommen, oder? Also wenn das Ding so funktioniert wie Golden Remote. Okay. Dann kann er da oben noch sein, neben dem Shop. Und in dem langen Raum oben links neben dem Item Room. Naja. Gut, gucken wir mal. Hopp. Klar. Oh, vor dem Boss. Ich sehe es jetzt erst. Goddammit. Dafür, also unser Bild ist schon wild mittlerweile. Der Bild ist wild. Ich glaube, damit kann man schon arbeiten. Was ist das denn für ein DNA-Strang hier? Heftig. Ram bam ba bam ba bum bum peng. Ganz viele Soli Bolis. Gib her. Okay, ein halbes. Naja, egal. Oh, guck mal, wie stark wir sind. Yo. Warte, wer ist da gespawnt? Eine Bombe. Und du musst sterben. Gut. Es kommen ja keine Shops mehr, jetzt können wir hier noch ein bisschen dran spielen. Maggie's Faith, das ist doch das, was ich haben wollte die ganze Zeit. Oder waddle daddle doodle da. Okay, dann... Ja, scheiß, ob ein Soul hat, dann holen wir jetzt... Machen wir so. Okay, war nur ein halbes Soul hat, weil wir einfach... Big Babadooku sind. Oh, ein Wein hier. Nein, was ist das denn jetzt? Wir waren die ganze Zeit sausch... Hey, wo kommen denn meine Tränen her? So weird. Okay, nimm das. Und Error Room bitte? Nein. Oh, Brainworm, aber auch Biggie Big Biggerson, ey. Was ist das? Picking up Coin, teleports Isaac to a red. Okay, das ist. Dazu würde ich tatsächlich Nein sagen. Das ist einfach nur noch scheiße. Dafür nehmen wir den Brainworm. Und prevents active item from charging by clearing room, bla bla bla. Nee. Andererseits. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Denn so bleibt immer die Broken Lightbulb da getriggert. Es sei denn, ich will sie halt chargen. Ah. Interessant. Ich hänge hier schon wieder fest. Ba 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 bau. Gut. Utero. Ja, der Mumpfight war dann übrigens gerade auch ein bisschen schneller als gedacht, weil... Trifft das an. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was ist das schon wieder für ein Bild? So, da hätten wir auch eine Lightbulb. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt endlich... Eine Lightbulb? Eine Batterie, meine ich natürlich. Dass wir jetzt die Lightbulb finden. Das hoffe ich. Schwer in Ultra, ich fass es nicht. Ah, ganz ehrlich. Using a key heals half a heart. Dann mal rein da, ey. Dann heilen wir uns jetzt hoch und runter. Hallo?
Big. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich eigentlich in die Luft jagen, damit ich das einsauge. Geht das auch hiermit? Oh mein Gott, das ist ja so heftig. Damit können wir. Was ist denn jetzt los hier? Alter. Ich brauch gar nichts machen und ich gewinne jetzt einfach. Wir bräuchten halt noch irgendwas, was rote Herzen droppt oder so. Ja, guck mal, was geht hier? Oh, ist das nice. Okay, schön. Schöner Bild. Ich mach nochmal. Bam, bam, bam. Das ist kaputt gegangen, schade. Aber holy balls. Was geht hier ab, ey? Okay. Ein rotes Herz vielleicht noch so zwei, drei für mich vielleicht. Lemon Party. Dabei hatte ich lieber Alges, oder? Okay, immerhin. Ich nehme das mal und weg mit uns hier. Ha! Nice. Nice Hit. Ich will halt nur, dass der Charge leer bleibt, damit wir einen Buff haben. Das ist ein Fight Room, das geht noch klar. Ich weiß nicht, warum wir uns gerade geheilt haben. Nee, keine Ahnung. Da, da, da. Aha. So, und rein da. Range down, geile Nummer, ey, danke. Aber nein, danke. So, jetzt sind wir bei Full Health quasi. Damit kann ich leben. Das war gut. Aber irgendwas Cooles hier noch drin? Ey, ne, was soll da schon kommen? Gut, hier sind noch Trinkets versteckt, von denen wir uns weggeportet haben. Ja, da ist sie doch! Oi, 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 oi. Gut, was brauchen wir jetzt eigentlich noch, ne? Noch mehr Poison. Oh. Achso, oh mein Gott, mit Stacheln? Was ist denn das für ein Kackraum hier? Also, mit Stacheln wäre das ein Kackraum, aber wir haben ja zum Glück die Flatfile eingeatmet. So. Ich würde noch ein bisschen mehr Brainworm-Action sehen wollen, ehrlich gesagt. Also es fällt mir einfach nicht so doll auf, aber es passiert sicherlich. So, das nehme ich. Und jetzt haben wir die Lightbulb. Also den Lightbulb-Buff. Und selbst wenn wir das Item jetzt nehmen, dann haben wir den Buff von der anderen Bulb. Broken Lightbulb. Heißt die so? Oder heißt die einfach Broken Bulb? Oder Broken Light oder so? Ich weiß es nicht. Gut. Fantastisch. Fantastisch. Das ist der stärkste Trinket-Build, den es auf der Welt je gegeben hat, glaube ich. Boom. Ja. Also wir rasieren, ne? Wir rasieren. Ouroboros. Ah, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich meine, ich kann es mir ja mal angucken. Aber bitte nicht, bitte nicht. Das würde ja alles kacke machen, ne? Das würde alles... einfach nur Scheiße machen. So, was geht hier? Oh! Auf jeden Fall. Ja, why not? Und jetzt... ja. Sprengen wir uns nochmal, oder?
Doink. Alright, will ich hier jetzt nochmal nach Trinkets suchen? Machen wir einfach mal. Da, 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 da. Oh. Ja, manchmal heilen wir uns halt, ne? Ich weiß nicht, welches Trinket dafür sorgt. TBH und so. Das ist der Wahnsinn. Und wir haben noch nicht mal das Curved Horn. Das gibt nämlich nochmal 2 Damage on top. Dann sind wir bei standardmäßig... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was unser Standard-Damage-Wert ist. 4? Dann sind wir halt bei standardmäßig 6,5 oder so. Das ist doch gut. Das ist doch in Ordnung. Oder? Klar. Und wie das in Ordnung ist. Das ist sogar arschgeil, ist das. Aber... Wir müssen immer noch, Mom's Heart, Hashtag It Lives besiegen und wir müssen immer noch dies und wir müssen immer noch das und wir müssen immer noch jenes. Bom. So viel. Warum war das da gerade? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Moms Toenail nicht aufgesammelt haben. Warum zur Hölle war das da gerade? Hä? Was ist das denn? Ach so, oh mein Gott, sind das die? Geil. Ach so, Curse Room nochmal. Gulp. Oh, Fish Head. Auch nochmal nice. Und da ist der Lazy Worm. Aber ich glaube, das will ich nicht. Nee, den Lazy Worm, da verzichten wir jetzt drauf. Sorry, Matt, aber nee. Wo habe ich denn das Trinket jetzt hingeplaced? Hier unten? Ja. Hairpin. Eigentlich scheißegal, ne? Eigentlich alles scheißegal. Wir nehmen alles. Alles, was uns jetzt halt nicht komplett zerstört, wenn wir es nehmen. Wie zum Beispiel Ouroboros. Und dann gehen wir mal zum Bausi-Baus-Bausassen. Das waren jetzt schon fast 50 Minuten. Also Aufnahme sind jetzt schon 55 Minuten. Wir haben ja her hier. Was war das nochmal? Yo. 20% Chance für Soul Hearts als Drops. Das sage ich ja, bitte. Die Fliegen sind es aber auch einfach, ne? Und ich würde jetzt einfach mal zum Boss gehen, ne? Scheiß drauf. So, Mutti, komm mal ran hier. Ach ne, wir haben sie. Ja. Killing Enemy has a 30. Ja, nehme ich. Den nehme ich noch mit. Das ist mir. Und los. Gut. Soweit, so gut. Jetzt kommt It Lives. Und dann kommt schon Isaac. Ja, ein kleiner Speedrun hier. Ich mag diese... Irgendwie... Habe ich mich damit noch nie eingefreundet. Diese Mechanik, 2 Charaktere zu steuern... Ist einfach noch ein bisschen zu viel für mein kleines Boomerhirn, ey. Aua. Also ich bin damit halt also eigentlich nur unkonzentrierter und mache mehr Fehler. Das versuche ich damit zu sagen. Oh yeah, da ist er doch. Curvy Murvy. Boom, 13 Damage. Alles klar. Das war jetzt aber durch die Buffs von irgendwelchen Syringes und Pilzen und whatever. Aber trotzdem. Wenn wir jetzt zu Isaac reingehen mit 13 Damage, dann ist das schon vernünftig. Weil guck mal, wie viele Fliegen wir andauernd haben. Die dann ja doppelt unseren Damage machen. 69 Schlüssel, by the way. Ja, jetzt habe ich aber eigentlich alles, was ich will. Ich habe Cancer, ich habe Curved Horn, ich habe alles mögliche, was Fliegen generiert und bufft. Was geht denn jetzt ab? Ich weiß nicht, warum wir geportet sind. Ja, eigentlich, kann jetzt
Also mir fällt jetzt nichts mehr ein, was so komplett groundbreaking ist, dass ich das unbedingt noch haben will. Aber Curfhorn hat aber auch auf sich warten lassen, ne? Jetzt auf dem vorletzten Floor. Hier haben wir noch ein Planetarium. Aua. Und noch ein Locust. Wir poisen. Ist in Ordnung. Und rein da. Wow. Wow, das ging schnell. So. Killing enemy has a 1-2-5-1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 -
Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das ein Trinket? Vielleicht, ne? Weil es ist ja nicht Ice Baby oder Cute Baby. Nee, ist es nicht. Naja, aber eine lustige Challenge. Also, ich glaube, es gibt noch einige Trinkets, die wir hätten unlocken können, die das noch crazier gemacht hätten. Aber wer weiß, ey, so weit bin ich ja auch noch nicht in Repentance. Aber wir haben es geschafft. Und was wir geschafft haben, haben wir geschafft. Und jetzt fehlt eigentlich nicht mehr allzu viel an Challenges. Pika Run, die Hot Potato. God damn it. Hot Potato wird nochmal richtig wehtun. Red Redemption weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was das ist. Aber Hot Potato, da habe ich Angst vor. Und zwar so richtig. Naja, dann sehe ich euch morgen wieder hier auf YouTube. Und deswegen sage ich, ich wünsche euch das Allerbeste. Macht das Beste draus und stay cozy. Bye, bye.